Hallo und willkommen zurück zu Atelier Lolua. Ja, wir wollen uns heute mal auf die Reise machen, diesen gastlichen Ort wieder verlassen. Wir sind auf der Suche nach einem Außenposten, der von Monstern überrannt wurde. Oha. Ist aber einiges zu erledigen, also zu erkunden. Was haben wir denn hier? Der Waldeingang und der Nearby Forest. Okay, Nearby Forest, da haben wir zwei Quests angenommen. Das heißt, vielleicht gehen wir noch gar nicht bis hierhin zum harten Außenposten, sondern gehen erstmal durch den Wald. Auf jeden Fall werden wir hier alles erkunden, denn wir sind kampftechnisch noch sehr schwach. Guck mal, kleiner Punkt, kann man gar nicht reingehen. Haha, unser erster kleiner Punkt. Gut, gehen wir also in den. Ach, deshalb, das ist natürlich eine. Der muss da sein, damit es eine Wegkreuzung ist. Logisch. Also, um die Wegkreuzung zu markieren, muss da ja irgendwie ein Haltepunkt sein. So. Ein schöner Wald mit hoffentlich viel Materialien. Neuen Materialien. Denn wir suchen ja immer noch was, wo wir eine vernünftige, das heißt vernünftige, wo wir überhaupt ein Käfernetz herstellen können. Acheloa wahrscheinlich? Nee, Dizzy Capspore. Das ist das, was wir wegen unserer Quest suchen. Rote Punis? Wo sind denn die grünen? Wir haben irgendwo grüne Punis verpasst. Naja, gucken wir mal, wie die so drauf sind. Okay, sind nur zwei, das ist schon mal ganz gut. Skills einsetzen. Achso, genau, ich sollte Piana nochmal verschieben. Weil Lulua ja am wenigsten Skills einsetzen wird. Level 18, die Monster. Okay, der macht sehr wenig Schaden. Es bleiben eben doch noch Punis. Und die Bombe macht keinen Schaden. Wow, war die schlecht. So, einer ist weg. Soll ich noch ein Item verwenden? Haben wir Unis oder so? Nee. Jetzt auch nicht mehr gegen den einen, ne? Kann er eh gleich nochmal heilen, selbst wenn er jetzt noch irgendwas tut. Oder ich setze die Bombe ein, dann ist er auch platt, ne? Obwohl, nee, das überlebt er sogar.
Die Bombe macht hier bei dem roten Pony ja so gut wie keinen Schaden. Okay, da geht denn kein Interrupt mehr, wenn der Gegner platt ist. Ach so, wir sind ja auch schon. Die Ponys waren Level 18, wir sind ja im Schnitt auch Level 18 sozusagen. Ich denke, wir brauchen ein bisschen Erfahrungspunkte, deshalb werde ich den an. Oder nee, erstmal das andere Viech da hinten. Aber wir werden noch ein bisschen kämpfen müssen. Ja, haben wir ja nicht. Und ich habe Piana nicht umgestellt. Okay, auch bei einem Item reagiert Piana. Dann kann ich sie ja vielleicht so stehen lassen. Es scheint auch wieder so zu sein, wenn die Gegner stunned sind, dann haben wir entweder die Möglichkeit, oder sagen wir so, wenn die Gegner stunned sind und sie sind am Zug, dann verlieren sie ihren Zug. Wenn sie stunned sind und wir greifen das Monster an, verlieren sie den Stunt-Effekt, aber dafür machen wir mehr Schaden. Also können wir daraus entweder offensiv oder defensiv Nutzen ziehen aus dem Stunt. Aber nur aus einer Sache, also nur einen Nutzen ziehen. Der hat schon wieder ein Level up. So, das dicke Viech legt uns jetzt um, oder? Nur testen. Was ist das, ein Bär? Blauhand. Es legt uns um. Okay, dann sehen wir, was passiert, wenn wir den Kampf verlieren. Wir werden es natürlich trotzdem probieren.
Erstmal Defensive senken. Das mit dem Seal-Status können wir gleich mal probieren. Achso, der ist gestunt. Ja, ist ja trotzdem okay. Dann machen wir jetzt viel Schaden. Achso, wir sehen hier auch gerade Switch. Also Lua und Piana könnten jetzt Plätze tauschen. Was macht denn dein Skill nochmal? Boah, Faint Value. Nochmal. Sehr schön, kannst du wenigstens geheilt werden. Ich hoffe, wir werden nicht mit einem Schlag trotzdem umgehauen. Aber vielleicht hat der Bär ja einfach nur viele Hitpoints. Also er ist ja Level 23, 5 Level höher als der Puni, hat aber viermal so viele Hitpoints wie der Puni. Oder ja, 3,5 mal. So, jetzt versuchen wir das hier mal mit dem Sealed-Status. So, kommen wir auf den Break? Nee. White out. Ja gut, ich kann jetzt nicht alle Leute heilen. Dann heilen wir erstmal dich. Ja, das ist halt Monster, die dann halt zu viel Schaden machen, dass sie dann mit ein, zwei Angriffen Leute killen. Also, beziehungsweise diese Flächenangriffe auch noch. Wäre dieser Angriff jetzt gegen eine Person gewesen, okay, wäre die Person halt K.O. Aber so können wir das halt ziemlich vergessen. So, was hast du nochmal für Skills? Ja, auch das. So würde jetzt einer unserer Gefährten nur halben Schaden kriegen. Also wir machen gar keinen Schaden. Und einer unserer Leute bekommt dann aber auch nur halben Schaden. Das heißt, das ist eigentlich ein schlechter Tausch. Die anderen bekommen ja trotzdem vollen Schaden. Das heißt, nehmen wir an, wir würden jeder 100 Schaden bekommen. Dann bekommen wir stattdessen halt nur noch 250 Schaden und machen dafür aber auch keinen mit diesem Angriff. Ja, wenn jetzt eine Person ausgenockt worden wäre, das wäre okay, dann kann Piana ja noch tauschen, aber jetzt sind schon zwei weg und der Gegner ist ja noch nicht mal halb tot. Der haut ja sogar fast Aurel komplett mit einem Schlag weg. Also, ist ja Wahnsinn. So viel könnte man noch nie nachheilen. Ja, du könntest auch Items benutzen, klar. Achso, warte mal. Recovery MPS? Nee. Ach genau, hätte unser anderes Zeug wiederbeleben können. Das ist natürlich noch eine Frage. Wir machen das mal so. Nee. Wir werden den jetzt mal einsetzen. Und dann werde ich hier nochmal unser Essen zubereiten. Nee, das macht auch keinen K.O. wieder heile. Ist okay.
Ja, jetzt hat er einen normalen Angriff gemacht. Das ist auch die Frage, hätte er nicht ständig seine tollen Flächenangriffe gemacht, vielleicht wäre es dann besser gelaufen, aber ich denke, wir sind einfach noch ein bisschen zu schwach. Dann machen wir lieber zweimal den mit den verbliebenen MP. Ach so, der kann das doppelt machen, okay. Ja, warum nicht? Gut, besser jetzt als später, dass wir das mal erfahren, was passiert. Es vergehen 2 Tage, wir sind in unserem Atelier zurück und haben ein bisschen von dem, wir haben eine ganze Menge von dem verloren, was wir gesammelt haben. Ja, wir brechen nochmal auf. Wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Ich gehe jetzt mal auf die Suche nach den grünen Punis. Oder ich gucke erstmal, ob wir hier irgendwelche Quests zufällig doch erfüllt haben. Ach doch, Archelor haben wir genug. So, diese Puni-Quest will ich nämlich endlich mal hier auch weghaben. Und dann haben wir neue Quests, okay. Ja, zu der Qualität da oben komme ich ohnehin nicht. Lohnt sich die Quest denn für mich überhaupt? 290. Und ich muss aber mein ganzes Fleisch hier opfern. Ich weiß nicht, ob ich so schnell wieder welches kriege. Ne, das lassen wir mal. So, dann blaue Ponys, Eilfisch. Empty Neighborhood, müssen wir da hin? Jetzt will ich nochmal gucken. Kann man nicht hier auch irgendwo sehen? Genau, in welchem Gebiet welche Monster sind? Okay, tatsächlich grüne Punis hatten wir noch nicht. Hier sind noch Fragezeichenmonster, das heißt,
Wir können noch mal in Morning Dew Forest, Summer Breeze Road. Dann denke ich, nehme ich diese Fischquest nochmal an. Die wird auch dazu da sein, dass wir ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln können. Gegen Fische. Die waren ja relativ umgänglich. Obwohl die natürlich weit weg waren. Genau, hier wollten wir sowieso hin. Machen wir das so rum. Da wollte ich ja, habe ich jetzt einen doppelten Grund. Ich habe jetzt ja eine Quest für die blauen Ponys und dann gucken wir, ob da nicht vielleicht auch der eine oder andere grüne Pony mit dabei ist. Denn hier waren wir ewig nicht. Genau, ich habe das vielleicht niemals richtig erkundet, das Gebiet hier, oder? Naja, komm, machen wir erstmal dich hier. Ah, wir sind auch wieder voll ausgeruht. Das ist immerhin was. Oh, und ich sollte bei denen vielleicht keine Skills einsetzen. Die haben ja gar nichts drauf. So, hier um. Ach, guck mal, da sind die Grünen. Hallo. Die haben auch nichts drauf. Oh, wir brauchen auch 5 von den Puni Balls von den Grünen. Oder? Nee. Muss ich da nochmal genau gucken. Doch tatsächlich, es gibt diesmal grüne Pony Balls. Okay, die haben wir alle erledigt. Aber wir brauchen trotzdem noch mehr Pony Balls. Die Unis gehen uns langsam aus. Muss ich auf jeden Fall nachsammeln. Ich glaube, da in dem Feld war es noch so ein grüner. Ich meine, hier hat sie sich versteckt. Genau, da ist er, ja.
So, da haben wir jetzt zwei Quests mit erfüllt. Ich hatte überlegt, ob ich jetzt hier noch alles erkunde, aber ich kann ja hier gar nicht alles erkunden, weil uns noch die Mining Bomb fehlt, damit wir hier in die anderen Ecken da noch gucken können. Achso, genau, hier ging es zu Settlers Road. Ich würde aber sagen, dann geben wir die Quest gerade mal ab, wo wir hier gerade in Arklis sind. Vielleicht gibt es sogar noch ein Event hier, wer weiß. Wir waren lange nicht hier. Lehrerin, kann ich dich mal was fragen? Was gibt es denn? Sag mal, wird dir nicht unglaublich langweilig, wenn wir so umherreisen in der Kutsche? Es gibt da keinerlei Fenster, also können wir noch nicht mal die Aussicht genießen. Wir sitzen einfach nur rum und reden und lesen Bücher. Ja, Bücher lesen in der Kutsche, da kann einem auch schon mal schlecht werden, glaube ich. Kann man da nichts gegen machen? Ja, ich weiß genau, wie du dich fühlst, aber es ist wahrscheinlich am besten, das einfach so zu belassen. Denn dass es keine Fenster gibt, hat damit zu tun, wie wir hier mit den Gesetzen der Physik umgehen. Wie meinst du das? Naja, die Kutsche sieht ja von außen viel kleiner aus, als sie von drinnen ist. Dass das Innere einfach gedehnt. Wenn wir jetzt Fenster hinzufügen, könnte das alles in sich zusammenfallen. Huch, ist es überhaupt sicher hier drin? Oh je, warum habe ich überhaupt gefragt? Ja, ich glaube, wenn sich das jetzt auf die normalen Kutschengröße zusammenzieht, dann haben wir ein Problem, weil die Schränke und so bleiben ja alle und die Kisten, Truhen, der Tresen, der bleibt ja dann so groß. Na gut, also keine Fenster. Aber können wir denn nicht wenigstens Synthese machen, während wir uns bewegen? Ja, mich als Spieler wird das freuen, wenn das so ginge, aber in der Praxis stelle ich mir das bei so einer holprigen Kutschfahrt auch schwierig vor. Ich fürchte nicht. Denk nochmal drüber nach. Hier, diese Kutsche wackelt halt ungehörig, während wir reisen. Wenn man da Synthese betreibt. Da könnte man sehr leicht Sachen verschütten. Und das wäre dann ein richtiges Chaos. Möchtest du das? Nein, das möchte ich auf keinen Fall. Natürlich nicht. Also, deshalb, wenn wir reisen, ist es am besten, wenn wir einfach ruhig da sitzen. Naja, man kann ja schon eben interessante Sachen lesen. Hora, hora.
間の勉強が人生を大きく変えるんだから。ね。Und lesen ist ja gar nicht so übel, oder? Denn jedes bisschen, was man dazu lernt, kann einen großen Einfluss auf dein Leben haben. Ja, Lehrerin. So, ich war hier, um die Quest abzugeben. Und tatsächlich gibt es ja noch ein Event in der, im Waisenhaus. Geben wir erstmal die beiden Quests ab. Vielleicht gibt es ja auch hier wieder neue. Ach, anhand der Belohnung kann man ja auch schon in etwa absehen, wie stark die Monster sind. Ne? Die Fische hätten 600 gebracht. Oh, mir fällt gerade auf, vielleicht sollte ich doch noch einen weiteren grünen Puniball sammeln. Wir können die bestimmt in der Synthese benutzen und das kann ich halt nur dann, wenn ich auch jemand, wenn ich auch so einen Teil habe. Wie viel bräuchten wir? 25? So, dann ist die Sache, nehme ich das mit dem Fisch jetzt noch mit. Oder gehe ich woanders hin? Summer Breeze Road. Kennen wir die Straße schon? Ich meine ja. Ich muss noch mal eben kurz gucken, wo die ist. Das war der Knopf. Ist irgendwo hier in der Gegend. Aber ich glaube nicht so weit von der Stadt weg. Das können wir mal eben machen. Du Lulua, du arbeitest ja gerade einen Auftrag nach dem anderen ab. Okay, da wissen wir jetzt schon mal, dieses Event kommt, weil wir eine bestimmte Anzahl von Aufträgen erfüllt haben. Vielleicht bist du langsam mal bereit für schwierigere Tätigkeiten. Ich habe da einen besonderen Auftrag für dich. Falls dir danach ist, warum probierst du es nicht? Ja, das war in früheren Ateliers auch schon mal so, dass man Aufträge aus einer bestimmten einfachen Kategorie bekommen hat. Und um dann in eine höhere Kategorie aufzusteigen, um jetzt schwierige Aufträge zu bekommen, musste man erstmal einen Testauftrag erfüllen können. Ja, und dann sag mal, welcher? Okay, B-Rang Promotion. Difficulty S. Sunny Crystals müssen wir sammeln im Steinkolosseum. Ja, keine Ahnung, wo das ist. Sobald wir das mal irgendwie finden, das Gebiet, dann können wir diesen Auftrag annehmen. Oh, Beehives. Kann ich den ganzen Kram hier mal loswerden? Egal. Ich verzichte jetzt auf die 50 extra Kohl.
Obwohl da, ach, die Unis behalte ich jetzt lieber. Wir kriegen nur 130 Kohl dafür. Da komme ich eh nicht oben an. Achso, doch. Wir müssen ja 5 abgeben und nicht 3. Ja, meine letzten 3 Sardinen will ich auch nicht abgeben. Der hat 50er Qualität? Nee, danke. Okay. Ach nee, genau. Wo war jetzt die Quest? Habe ich angenommen, oder? Mal eben kurz gucken. Ach nee, die wurde uns jetzt einfach geklaut. Und ich habe nicht genügend blaue Ponys noch angegriffen. Mist, Mist, Mist. Nee, die andere Quest, wo ich irgendwelche Monster besiegen wollte, die ist hier gar nicht mehr. Gut, dann ist uns die Entscheidung abgenommen. Können wir ins Waisenhaus gehen. Mal gucken, wie es da so läuft. Oh, Lulua, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Als wir das Lager aufgeräumt haben, haben wir ein paar interessante Sachen gefunden. Und da du jetzt gerade schon mal da bist, willst du vielleicht etwas davon mit nach Hause nehmen? Ja, das würde ich wirklich gerne. Also zumindest wünsche ich, dass ich das könnte. Aber ich kann euch doch jetzt hier nicht einfach so ausnutzen. Wir können das doch folgendermaßen machen. Tun wir einfach mal so, als wäre das hier ein Geschäft. Und für alles, was du dann mitnehmen möchtest, da spendest du einfach dann was an das Waisenhaus. Einerseits hilfst du dann dem Waisenhaus und andererseits bekommst du Gegenstände, die du gerne hättest. Das ist doch eine Win-Win-Situation. Ah, das war ein guter Gedanke. Lulua, das ist gut. Das ist eine großartige Idee. Meinst du nicht auch, Lulua? Ja, natürlich. Danke, Pater. So, jetzt gibt es nämlich doch einen Laden. Was kann man denn hier Schönes kaufen? Nostalgisches Gewürz. Damit können wir wieder unser Curry herstellen. So, Kartoffeln haben wir genug. Unis. Ja, könnte ich natürlich jetzt hier kaufen und als Quest abgeben. Und genau das tue ich auch. Dann muss ich nicht so viele Bäume totschlagen. Oh Mann, das ist eine besondere Kartoffel. Ey, die sind ja richtig gut, auch billig. So, die normalen Kartoffeln brauche ich dann nicht. Karotten. Ach so, hier, das war auch ein besonderes Gewürz. Nehmen wir das normale auch nochmal mit.
kriege ich ja sonst nirgends her. Ja, sonst hat sich hier nichts getan, okay. Noch ein Event, okay. Wahrscheinlich, weil ich so viel Geld ausgegeben habe. So, das wär's. Hallo Eva, scheint ja viel zu tun zu sein heute. Ja, ich habe heute wahrscheinlich den ganzen Tag zu tun. Es gibt halt so viel Arbeit, die sich angestaut hat. Ja, das tut mir leid. Ich bin auch überall gewesen und habe versucht, alles zu sammeln. Ist schon gut, du musst dich jetzt nicht entschuldigen. Es ist doch nicht deine Schuld. Außerdem sollten andere Leute auch mithelfen. Zum Beispiel Alf, Renen und Lars. Was ist denn los, Eva? Brauchst du Hilfe? Überlass uns das mal. Wir können das doch auch alles 0, nichts aufräumen. Ich glaube, Lars haben wir vorher noch nie gesehen. Ja, danke, Leute. Dann überlegen wir mal, wer jetzt was macht. Naja, ich denke, ich werde dann wohl nicht gebraucht, Eva. Oh, Vater Benon, sie ist jetzt mehr in ihrer... oder... Ja, sie macht jetzt noch mehr Arbeit als zuvor, oder? Ja, das liegt bestimmt daran, weil ich so unzuverlässig bin. Eva hat wirklich hart für uns gearbeitet. Sie ist quasi so eine Art Hausmutter für uns. Pater, also wenn du mich Hausschwester nennst, wäre mir das irgendwie lieber. Nein, so wie du dich um die Kleinen kümmerst, bist du eher wie eine Mutter. Schwester. Ja, verstehe, Schwester. Du bist also eine Schwester. Du kannst einem ja Angst machen, Eva. Selbst Pater Braun kann dagegen nichts sagen. Ich mache niemandem Angst. Aber ich muss jetzt das Essen zubereiten für die Kinder. Hört mal, heute gibt's Curry. Mal wieder. Aber das muss man jetzt sagen, wahrscheinlich gibt's das immer nur, wenn Eva da ist. Und Eva war jetzt halt ja wieder mal einen Monat oder so weg. Und in der Zeit kocht dann ja, glaube ich, Alf, oder? Wer weiß, was es da so gibt. Wahrscheinlich gebackene Schokoriegel oder so. Also es gibt es ja tatsächlich irgendwo, ich weiß, in Schottland oder so, kann man sich ein
tiefgefrorenen Schokoriegel in einen Teigmantel hüllen lassen und der wird in die Fritteuse gegeben. Dann hat man Fett noch und noch. Also es muss auf jeden Fall ein Ort gewesen sein, wo eher so raues, kaltes Wetter war. Ja, heute gibt es halt Curry und dann arbeiten wir jetzt hart und dann haben wir halt als Belohnung ein schönes Abendessen. Wie ich sehe, hast du dich unter die Gäste gemischt, also oder unter die Kinder gemischt. Also dass du, das ging ja darum, dass Lulua auch was von dem Curry haben will. Ja, du hast mich erwischt, aber ich wollte halt auch gerne was von dem Curry abhaben. Ich helfe auch bei der Arbeit. Also, geht das? Ja, natürlich. Unter diesen Umständen, Lulua, könntest du... So, jetzt ist da Ruhe. Dann denke ich, machen wir auch Schluss mit der Folge. Gehen wir nochmal ins Atelier. Achso, nee. Genau, erstmal noch, muss ich noch eine Quest abgeben. Ich habe extra die Unis gekauft. Und die 10 Unis haben mich 200 gekostet und wir kriegen jetzt nicht so viel Belohnung. Wir kriegen jetzt 130 davon wieder raus. Aber das heißt, wenn wir die Quest zweimal machen, kriegen wir 260 wieder raus, haben 200 eingezahlt. Ja, ist jetzt nicht so gut. Ich habe auch nicht so höhere Qualität, die ich dann noch untermischen kann. Nee, nee. Gut, dieser Fisch war Empty Neighborhood, war jetzt auch nicht so weit weg. Bringt uns denn noch Erfahrungspunkte? Ich weiß es nicht. Ich würde da halt gerne nochmal hingucken. Oder wir machen es wieder so. Wenn es da noch ein neues Monster gibt, eventuell. Ne, da haben wir schon alles erkundet. Gibt es da was Tolles zu sammeln, was wir brauchen? Sehe ich jetzt auch nicht so. Felsgalaxen würde mich halt nochmal interessieren. Das machen wir mal Anfang nächster Folge. Dass wir da mal einen Blick reinwerfen, ob wir da irgendwas reißen können. Wo wir jetzt gerade sowieso in Arklis sind. Und Arlend, die können ja sicherlich noch 3 oder 6 Monate auf uns warten. Oder vielleicht auch ein Dreivierteljahr, mal schauen. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss.